Servus Freunde und herzlich willkommen zum zweiten Part von Draft to Glory Episode 13, dem Afro-Draft. Ja Freunde, wir konnten uns im ersten Spiel durchsetzen mit 3:1 und wir wollen auch gar nicht lange fackeln. Wir haben ein recht nices Team eigentlich, über 80 Chemie und ganz schön viele Afros. Und wir wollen mal sehen, ob die Afro-Power hier durchhalten kann. Wir sehen uns beim Viertelfinale, Freunde. Ja, und da ist auch schon unser erster Gegner der heutigen Folge. Krankes Team, 94 Chemie, 89er Bewertung. Tots, Aubameyang, Hazard und Dele Alli. Team of the Group Stage, Gündogan, Inform, De Bruyne und Company. Dann noch Bellerin, Kampel, Schmelzer. Ein Innenverteidiger, der mir gerade entfällt. Und Butland. Erste Aktion direkt mal in der vierten Minute durchgespielt auf Matuidi. Der kann durchrennen. Matuidi mit rechts. Am Schienbein und Butland gescheitert. Dann geht's weiter. Wieder Matuidi. Matuidi auf Lacazette. Lacazette durch auf die Davi. Neymar. Neymar am Fuß von Butland gescheitert. Also der hält wirklich enorm gut. Dann sind wir schon in der 49. Minute. William schielt sich hier vorbei. William Neymar. 1:0. 50. Minute, es hat mich viel Zeit gekostet, hier das 1:0 zu machen. Und ja, das war auch gleichzeitig der Endstand. 756 Münzen können wir hier mitnehmen. 10:1 Schüsse aufs Tor, 12:3 Schüsse, 56% Ballbesitz. Also ich würde sagen, mit 1:0 ist er noch gut weggekommen. Und wir ziehen ins Halbfinale ein. Im Halbfinale erwartet uns dann dieser Gegner hier, auch ein sensationelles Team, diesmal schon 97 Chemie. Tots de Rea, Totti, Messi und Ramos, Team of the Group Stage, Dybala und Felipe Luis, dann alle in vom großen Sonzi und James Rodriguez und dann noch Neymar, Abdenur, glaube ich, und Carvajal. Auch ein heftiges Team. Gleich die erste Aktion geht wieder über uns aus. Dele Alli, Matuidi, Marcelo. Was ist da denn los? Den macht er nicht. Dann der Gegenangriff. Groß auf Neymar. Neymar über die Außen. Neymar, eigentlich haben wir schon den Ball. Neymar kriegt ihn glücklich wieder. Felipe Luis an den Pfosten und im Nachschuss wieder rein. Also meines Erachtens ein sehr glückliches Tor. Marcelo, schlechtes Stellungsspiel, klein hat Neymar den Ball eigentlich schon abgeholt. Naja, wir liegen 1:0 zurück in der 16. Minute. Dann gibt es hier einen kleinen Freudentanz von meinem Gegner. Dann 22. Minute, Neymar über außen macht einen Berberspin. Neymar zieht in die Mitte auf Mané, Mané auf Neymar, Neymar, Finesse. Und diesmal kommt Team of the Season daher nicht dran. 24. Minute, 1:1 haben wir ausgeglichen. Dann 49. Minute, Neymar auf Sadio Mané, Mané durch auf Dani Alves wieder auf Lacazette. Der trickst hier die Gegner aus, Alves zieht nach innen, 2:1. Ja, in der zweiten Hälfte habe ich immer Totti Dani Alves als ZOM eingewechselt und der hat sich dann, ja, bevor ich weiterrede, hier ein Geistesblitz von mir. Super Abstoß. Wie ein richtiger Blackout. Und dann gab es dafür 11 Meter. Ich bin mir nicht sicher. Also, ich habe euch hier mal die Wiederholung reingeschnitten. Er trifft hier einen Ball. So ein bisschen von beidem. Weiß nicht, ob man das pfeifen muss. Und genau an der Kante. Er verschießt aber ganz glücklich für uns. Da bleiben wir weiterhin in Führung. Wie gesagt, Dani Alves als ZOM in der zweiten Hälfte eingewechselt. Und der erwies sich wirklich als sensationell. Hier wollte ich dann ein paar Faxen machen. Ich schielte Ramos weg. Matuidi, Lacazette, William Schusstäuschung, vor und zurück, William Mané. Und trotzdem geht er noch rein. Hätte ich auch müssen eigentlich mit Neymar direkt abschließen. Keine Ahnung, was ich mir da gedacht habe. Naja, 3:1, das ist auch der Endstand. 704 Münzen gehen auf unser Konto. 9:5 Schüsse, 5:3 aufs Tor, 59% Ballbesitz. Also ich denke, auch das geht in Ordnung, auch in der Höhe. Er hatte wirklich nur die zwei Chancen, der Elfmeter hat er nicht gemacht. Und das, meine Freunde, war unser Finalgegner. Viermal Tots, und zwar Ibrahimovic, Diego Costa, Vertonghen und De Gea, dann hat er noch Inform, Can und Gündogan. Der Inform Can und auch der Diego Costa, die haben mir so Sorgen bereitet. Erstmal starten wir rein mit einem Freistoß von Neymar auf die Latte. 23. Minute, nicht ganz so schlecht. Dann 38. Minute, Neymar auf Matuidi, Matuidi auf Lacazette. Matuidi 1:0, 39. Minute. Sehr schön gespielt hier. Und ja, mal Ibrahimovic macht die Ecke, was eigentlich dumm ist. Und ihr könnt mal oben links im Bildschirm gucken, 4 Minuten Nachspielzeit, ganz witzig. Ich weiß nicht, woher die kommen, es waren kaum Highlights. Dann aber hier 4-mal oder 3-mal den Ball
hin und her von mir zum Gegner wieder. Und dann macht er zwei Schusstäuschungen, Klein geht nicht zum Ball. Und da steht es 1:1. Und den Anschluss von der zweiten Hälfte können wir gleich auch drin lassen, weil da geht Agüero durch. Hier Neymar, der kommt zwar langsam hinterher, aber hier auch Marcelo rennt weg, macht Agüero noch Platz, der flankt rein und wieder Diego Costa. Williams keine Chance gegen ihn, 47. Minute und so verschenkt man eine Führung innerhalb von 3 Minuten eigentlich. Dann 69. Minute, Lacazette auf Dani Alves, jawohl, 2:2, 70. Minute und er freut er sich auch zurecht, richtig krass hier, Dani Alves, 2:2 steht's. Und dann sind wir in der 76. Minute, Lacazette wieder durch auf Dani Alves, der hat eine gute Schussposition, Alves und der Herr hält. Dann Keita ist mittlerweile eingewechselt, ist auch schon die Verlängerung, Matuidi auf Dani Alves, wieder Alves und Latte und wir können den nicht machen. Keita köpft dann in die Arme von Terrea. Hier ist 120. und ich habe euch hier mal ein bisschen was laufen gelassen, weil ihr seht, wie viel Arbeit es mich gekostet hat, hier ein Tor zu schießen. Dani Alves, Lacazette, schon viele Stationen hier, wieder Dani Alves, der Gegner kommt dran, wir kriegen wieder den Ball, Neymar hier einen stehen gelassen. Hier nochmal Dani Alves, William. William macht einen Schuss auf De Gea und Dani Alves 3:2. Also wirklich über ganz viele Stationen. Und ja, da habe ich mich einfach nur so gefeiert, dass ich den rechten Stick einfach gehalten habe und bin durchgesprintet. 3:2 siegen wir hier im Finale, 688 Münzen. Und auch ich denke, auch das geht in Ordnung mit 14:5 Schüssen und 8:2 aufs Tor, 56% Ballbesitz. Er hatte zwei Schüsse auf mein Tor und die waren beide drin. Innerhalb von 3 Minuten habe ich das Ding erstmal hergeschenkt. Konnte mich dann aber noch mal zurückkämpfen und in der 120. plus 2 machen wir den Siegtreffer. Und jetzt, Freunde, wisst ihr, was kommt? Es geht zu den Packs. Und da sind wir auch schon wieder. Links seht ihr nochmal unser Afro-Team. Sieht eigentlich ganz nice aus und bis auf den Innenverteidiger und den Torwart haben wir auch überall einen Afro, ne? Schade, dass die beiden einfach nichts geworden sind. Wir haben wieder den Draft gewonnen. Back to back, würde man das im Englischen sagen. Also nacheinander zweimal gewonnen hier mit dem schlechtesten Draft und mit dem Afro-Draft. Also die Afro-Power hat sich durchgesetzt. Und jetzt gucken wir mal, was EA hier für uns hat. Letztes Mal ein 100k-Set und heute wahrscheinlich wieder. Seltenes Goldset, Premium Goldset. Also 2 25k-Sets und 7,5k-Set. Ist nicht so schlecht. 24 goldene Objekte, leider nur nicht Spieler. Und wir starten rein mit dem 7,5k-Set. Let's go. Leider keine lange Pause. Ein seltener Spieler ist drin. Können wir überspringen. Nichts Besonderes. Es ist Koulibaly. Und ja, die vier gehen mal auf die Transferliste. Ich muss jetzt genau abchecken, was ich hier verkaufe. Und was nicht, den Rest speichere ich einfach mal im Verein. Das gibt sowieso immer nur 100, 200 Coins. Das kann ich auch im Verein speichern. Und dann haben wir noch zwei seltene Goldsets. Wir öffnen das rechte zuerst. Kein Walkout leider. Auch wieder keine große Schnuppe. Also unser Packluck ist belastend. Hier haben wir Wilfried Boni drin, Aaron Lennon und Müller. Und dann haben wir noch Goldverträge. Und aber drei goldene Fitness-Objekte. Der Rest ist, denke ich, nichts wert. Das geht auf den Transfermarkt. Das speichern wir. Kolumbien-Trikot werde ich mal aktivieren. Hier haben wir ein weißes und ein blau-weißes. Auch nicht so schlecht. Die Länder-Trikots sind eigentlich meistens nice. Und haben wir noch ein Pack, Freunde. Denkt übrigens dran, ganz wichtig, die neue Challenge in die Kommentare zu schreiben. Das ist ja immer ziemlich wichtig. Das brauchen wir. Was soll als nächstes kommen nach dem Afro-Draft? Und jetzt machen wir einfach mal noch ein Nose-Pack oder machen wir ein No-Look-Pack, komm. Ich drehe mich mal weg und öffne das Set und ich hoffe natürlich auf ein Walkout. Ja, und das war bestimmt kein Walkout. Das war bestimmt kein Walkout, weil es so schnell ging. Ich drehe mich mal wieder hin. Hör mir das, naja. Es war kein, ich habe gewusst, dass es kein Walkout ist, weil es so schnell ging. Also es ging zu schnell. Aber kein so schlechtes Pack. Also ein 84er ist in Ordnung. Ja, ich würde halt gerne mal wieder was Dickes ziehen hier auf unserem Account, auf dem Draft to Glory Account. Wir haben mal wieder Zeit, dass wir hier wieder einen ordentlichen Coin-Push kriegen. Ansonsten, ja, bin ich gespannt auf die zweite, auf Episode 14, was drankommen wird für Challenge und wenn wir den Draft vielleicht wieder gewinnen können. Ziehen wir vielleicht dann was Ordentliches. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst gerne ein Like und ein Abo da, Leute. Und wir sind 400 Abonnenten. Ich weiß nicht, ob ich es jetzt vorher in einem Video irgendwann noch erwähne.
der zweite Part kommt ja immer sonntags. Wenn nicht, sage ich es halt zwei oder dreimal. Und ja, das war's von mir. Ich bin raus. Euer Moses und ciao.